Das Gauss-Verfahren. So einfach ist es, lineare Gleichungssysteme zu lösen. Um das Gauss-Verfahren zu verstehen, erkläre ich zunächst, welche Schritte in einem linearen Gleichungssystem erlaubt sind. Beziehungsweise, was ist überhaupt ein lineares Gleichungssystem? Ich habe mal hier ein Beispiel hingeschrieben. Das wären drei Gleichungen. Und dabei ist es wichtig, dass jede Gleichung nur linear ist. Das heißt, es treten nicht so unangenehme Sachen auf wie Quadrate, Wurzeln, Logarithmen, Sinus, Cosinus und was es derlei Ungemach in der Mathematik noch mehr gibt. Damit man gut mit einem linearen Gleichungssystem arbeiten kann, ist es wichtig, dass man vorher die einzelnen Gleichungen sortiert hat. Das heißt also, alle Terme mit der jeweils gleichen Variable untereinander. Hier etwa alle Terme mit x ganz nach links, mit y in die Mitte und mit z nach rechts. Und dann kommt das gleiche Zeichen und auf der rechten Seite die Zahl. Der erste und einfachste Schritt, ohne dass sich die Lösung dabei ändert, ist das Tauschen von Zeilen. Das mache ich zum Beispiel hier, indem ich die zweite und die dritte Zeile tausche. Dann sieht das lineare Gleichungssystem so aus. Erste Zeile hat sich nicht geändert, zweite Zeile, dritte Zeile haben ihre Reihenfolge geändert. Der zweite mögliche Schritt ist das Vervielfachen von Zeilen. So kann ich zum Beispiel die erste Zeile verdoppeln, könnte dann schreiben 2y plus 2z gleich 4. Auch das würde die Lösung nicht verändern. Oder ich entdecke zum Beispiel hier, dass die Zahlen in der zweiten Zeile alles Vielfache von 3 sind. Dann wäre es ja sinnvoll, die ganze Gleichung durch 3 zu teilen. Schon wird es einfacher. Das kann man auch als Vervielfachen auffassen, nämlich mal ein Drittel. Wenn ich das mache, ändert sich das Gleichungssystem wie folgt. Erste Zeile hat sich nicht geändert. Zweite Zeile, aus 3x ist x geworden. Aus 6y 2y, aus 3z z und aus der 3 eine 1. Dritte Zeile hat sich wieder nicht geändert. Und der dritte und letzte und wichtigste Schritt ist, ich kann eine Zeile zu einer anderen aufaddieren. Hier etwa an diesem Beispiel addiere ich die erste Zeile auf die zweite drauf. Dann entsteht folgendes Gleichungssystem. Die erste Zeile bleibt da. Die zweite Zeile ist dann x plus nichts ist immer noch x. 2y plus y ist 3y, z und noch ein z ergibt 2z und 1 plus 2 ergibt logischerweise 3. Wichtig auch dabei, einmal müssen alle drei Gleichungen hingeschrieben werden. Denn beim Gleichungssystem ist ja wichtig, dass die Lösung für alle drei Zahlen eben für alle Gleichungen richtig sind. Damit habe ich nun die Schritte erklärt, die man machen darf. Aber das war noch nicht zielgerichtet. Also so, wie ich das jetzt gemacht habe, hat mich das noch nicht irgendwie weitergebracht. Das Gleichungssystem ist genauso kompliziert wie vorher. Im zweiten Teil zeige ich jetzt, welche Schritte man in welcher Reihenfolge unternehmen sollte, damit das Gleichungssystem am Ende gelöst ist. Das heißt, im zweiten Teil geht es jetzt um das Thema, welche Schritte führen mich ans Ziel? Oder anders ausgedrückt, wie schaffe ich es, das System schrittweise immer einfacher zu gestalten? Ich zeige das zunächst ganz allgemein. Dabei ersetze ich jetzt alle Terme, also sowas wie 2x oder 5y, durch dieses Rautenzeichen. Das heißt, am Anfang habe ich ein voll besetztes Gleichungssystem. In der ersten Stufe kombiniere ich die erste und die zweite Gleichung so miteinander, dass hier eine Lücke entsteht. Das heißt also, ich versuche etwa die eine Gleichung so auf die andere drauf addieren, dass sich hier die beiden Werte aufheben. In der zweiten Stufe mache ich den gleichen Schritt mit den Gleichungen 1 und 3 und schaffe damit hier eine Lücke. Und in der dritten Stufe kombiniere ich die Gleichungen 2 und 3 und schaffe dann damit noch eine Lücke hier, ohne dass hier wieder ein neuer Zahlenwert entsteht. Und dann habe ich diese Dreiecksstufenform. Und mit dieser Dreiecksstufenform kann ich dann das Gleichungssystem ganz leicht lösen, denn aus der dritten Zeile lässt sich dann die erste Variable leicht bestimmen. Durch Einsetzen dieser Variable und der zweiten Zeile kann ich die nächste bestimmen. Und wenn ich diese beiden Lösungen einsetze, kann ich mit der ersten Zeile auch noch die letzte Variable bestimmen. Damit ist das ganze System von unten nach oben durch Einsetzen lösbar. Ich ergänze noch die Bemerkung, der Weg lässt sich fast immer so gehen. Allerdings ist es manchmal auch sehr viel einfacher, wenn man vorher die Gleichung geschickt umstellt und nicht das Schema einfach ganz stumpf nur durchrechnet. Ich zeige es jetzt an einem Beispiel. Wenn ich mir dieses Gleichungssystem ansehe, dann fällt mir sofort auf, hier an der Stelle, wo x ist, ist bereits eine Lücke, nur in der falschen Zeile. In der zweiten Zeile sollte sie sein. Naja, dann kann ich doch einfach die ersten beiden Zeilen tauschen und schon habe ich die Lücke da, wo ich sie haben möchte. Gleichzeitig sehe ich diesen Schritt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Die dritte Zeile ist ziemlich groß, alles sind Vielfache von 3. Na, dann teile ich doch die Gleichung einfach durch 3, beziehungsweise multipliziere sie mit ein Drittel. Das ist mathematisch das Gleiche. Dann entsteht im nächsten Schritt das neue Gleichungssystem, in dem die ersten beiden Gleichungen getauscht sind und die dritte Gleichung in der besprochenen Weise einfacher geworden ist. Damit habe ich auch schon die erste Stufe geschafft.
Ich habe hier eine Lücke erzeugt. In der zweiten Stufe möchte ich jetzt dieses x hier verschwinden lassen. Man sagt manchmal auch eliminieren. Deswegen heißt dieses Verfahren auch Gaußsches Eliminationsverfahren. So, wie kriege ich das hin, dass durch Aufaddieren hier das x verschwindet? Naja, wenn hier 4x steht, wäre es schön, wenn hier minus 4x steht. Also multipliziere ich die ganze Gleichung mit minus 4. Ich könnte sie auch mit plus 4 multiplizieren und dann die erste Zeile von der dritten abziehen. Das ist genauso erlaubt. Aber erfahrungsgemäß passieren weniger Unfälle mit Vorzeichenrechnung, wenn man immer nur addiert. Nun führe ich diese Operation also durch. Die erste Zeile bleibt, die zweite Zeile bleibt auch und die dritte Zeile ist jetzt verminusvierfacht. Und dann kann ich aufaddieren und schon entsteht, erste Zeile bleibt, zweite Zeile bleibt, dritte Zeile 4x plus minus 4x verschwindet. Das war das Ziel, wie gewünscht. Minus 8y plus y ist minus 7y, minus 4z minus z ist minus 5z und minus 4 plus 0 ist minus 4. Damit habe ich die Stufe 2 erreicht und schon fast die Treppenstufenform gefunden. Jetzt muss ich nur noch diese minus 7y wegbekommen. Wie kriege ich sie weg? Indem ich sie mit 7y kombiniere. Das heißt, ich multipliziere zuerst die zweite Gleichung mit 7. Dann entsteht folgendes. Erste Zeile ändert sich nicht, dritte Zeile ändert sich nicht, zweite Zeile ist versiebenfacht. Und nun kann ich durch eine erneute Addition die 7y dort verschwinden lassen, ohne dass mir hier wieder was bei x auftaucht. Ausgerechnet ergibt sich erste Zeile und zweite Zeile unverändert. Minus 7y plus 7y fällt weg. Das war die gewünschte Elimination. Minus 5z plus 7z ist 2z. Minus 4 plus 14 ist 10. Und damit habe ich die Treppennormalform erreicht und kann das Gleichungssystem durch Einsetzen jetzt von unten nach oben lösen. In der dritten Zeile steht 2z gleich 10. Das muss ich nur durch 2 teilen und habe sofort die Lösung z gleich 5. Das setze ich in die Zeile darüber ein. Dann steht da 7y plus 7 mal 5, das ist 35, ist gleich 14. Und mache eine ganz normale Gleichungsumformung. Rechne also erstmal minus 35, dann steht da 7y gleich minus 21. Teile im nächsten Schritt durch 7. Y ist minus 3. Damit habe ich zwei der drei Variablen gefunden und setze die beiden in die erste Gleichung ein. Das sieht dann wie folgt aus. 4x plus, für y setze ich minus 3 ein. Für z setze ich 5 ein, also dann minus z minus 5 gleich 0. Minus 3 minus 5 ist minus 8. Ich bringe das mit plus 8 auf die andere Seite. Dann steht da 4x gleich 8. Teilen durch 4 ergibt das Endergebnis x gleich 2. Und damit ist das lineare Gleichungssystem gelöst. Die Lösung ist die Kombination x gleich 2, y gleich minus 3 und z gleich 5. Und mit diesem Beispiel ist eigentlich das ganze Verfahren erklärt. Ich habe aber noch eine Ergänzung. Manchmal lösen die Leute auch die Gleichungssysteme nicht durch sukzessives Einsetzen, sondern machen das gleiche Spiel, das sie gemacht haben, um die Dreieckstruktur zu erreichen, nochmal von unten nach oben durch. Das heißt also, sie haben diese Dreieckstruktur und können dann durch Kombination der zweiten und dritten Gleichung hier die Variable eliminieren, ohne dass was Neues auftaucht. Das heißt also, kombiniere 2 mit 3 und dann erhalte ich diese Struktur und dann kann ich 1 mit 3 kombinieren, hier eine Lücke schaffen und 2 mit 3 kombinieren. Da eine Lücke schaffen und habe am Schluss eine Diagonalform, aus der man direkt alle drei Variablen ablesen kann. Vom Rechenaufwand her ist es etwa vergleichbar mit dem Einsetzen von unten nach oben, aber so kann man etwa die Matrizenrechnung mitverwenden und das lohnt sich dann vielleicht fürs Computerprogrammieren. Ich zeige mal mit dem Programm GeoGebra, wie das dort aussieht. Ich schreibe nochmal hier links nur das Gleichungssystem aus dem einführenden Beispiel ab und gebe es als Matrix ein. Eine Matrix ist ein reines Zahlenfeld, das heißt x, y und z und das gleiche Zeichen entfallen und ich gebe nur die ganzen Zahlenwerte ein. Das geht bei GeoGebra so, a gleich, Mengenklammer auf, erste Zeile, nochmal Mengenklammer auf, vor dem x steht 0, weil es ist gar nicht da, vom y und vom z steht jeweils eine 1, auf der rechten Seite eine 2, Komma, zweite Zeile, 4, 1, minus 1, 0 und die dritte Zeile, 3, 6, 3, 3. Wenn ich jetzt Enter drücke, macht GeoGebra automatisch eine Matrix daraus. Eine Matrix, deren Zahlenwerte genau den Vorfaktoren vor den Variablen entsprechen. Jetzt möchte ich gerne die Diagonalform haben. Die heißt bei GeoGebra Treppennormalform. Wenn ich Trepp tippe, dann bietet mir den Befehl auch sofort schon an. Wähle ich einfach mal aus. Und zwar die Treppennormalform der Matrix A. Und erhalte diese neue Matrix. Und hier steht meine Lösung. Ich muss sie nur ablesen. 1 mal x plus 0 mal y plus 0 mal z gleich 2. Sprich, hier steht die Zeile x gleich 2, hier steht y gleich minus 3 und hier z gleich 5. Die Lösung des linearen Gleichungssystems.
Das ist auch die Struktur, die ich gerade meinte mit dieser anderen Folie. Ich mache jetzt mal GeoGebra wieder zu. Die Lösungswerte sind so auf diese Weise direkt ablesbar. Weitere Beispiele findet ihr in euren Mathematikbüchern, zum Beispiel in dem Buch, das wir gerade verwenden, Elemente der Mathematik, Oberstufe Niedersachsen auf Seite 34. Aber ich denke, auch in euren Büchern wird einiges zu finden sein. Viel Erfolg beim Üben. Macht's gut.